Grüß euch, schön, dass ihr dabei seid. Gefreut mich heute wirklich besonders, weil es ist ein wunderschönes Thema, was wir heute haben. Es geht um alles, was sich eigentlich um das Thema Blumenwiesen dreht. Ich habe da neben mir einen wunderschönen Wiesenblumenstrauß. Da waren wir eigentlich schon mittendrin. Wo kannst du heute noch rausgehen und solche Wiesenblumen pflücken? Zuerst besuchen wir ein paar schöne von diesen Blumenwiesen, darf ich einmal sagen, dass man generell sich anschaut, was ist überhaupt so eine Blumenwiesen. Nachher schauen wir uns an, wie kann ich das bei mir daheim im Garten verwirklichen oder auch, wenn ich ein Bauer bin, wie kann ich solche Flächen umgestalten in so Blumenwiesen, weil so schwer ist das nicht. Und das dritte Thema, wieso wir das ja eigentlich überhaupt machen, damit wir eben wieder Vielfalt in unsere Natur, in unseren Garten bringen. Wir wollen natürlich auch wen fördern damit, das sind unsere geliebten, in dem Fall jetzt Wildbienen, Insekten. Wir schauen uns an, wie wir richtige Wildbienen-Nisthilfen, das ist nämlich der korrekte Name, es kennt ihr es wahrscheinlich unter Insektenhotels, das schauen wir uns auch an, wie macht man die richtig. Ich sitze gerade da, könnte man vielleicht sagen, in einer relativ einer typischen Blumenwiesen, weil viele Margeriten sind. Es kommen jetzt auch schon die Wiesenglockenblumen sehr schön daher. Aber man muss auch gleichzeitig dazu sagen, es gibt eigentlich keine typische Blumenwiesen. Weil je nachdem, wie der Standort ist, wenn er sehr trocken ist, wird es eine andere Zusammensetzung haben von den Wiesenblumen, als wenn der Standort vielleicht eher feuchter ist oder nährstoffreicher. Und generell werden aber so Blumenwiesen möglichst wenig oft gemäht im Jahr. Ein bis zwei Mal. Eigentlich kann man sogar sagen, es ist ein kulturelles Erbe aus der früheren Form der Landwirtschaft. Früher ist ein, zweimal gemäht worden im Jahr. Das haben die Viecher dann gekriegt. Mehr habe ich nicht gehabt. Ich habe auch nicht großartig einen Mist gehabt. Der, was da war, der ist in den Gemüsegarten gegangen. Durch das sind diese Flächen sehr mager gewesen mit den Jahren. Und durch das hat sich auch diese große Vielfalt gebildet. Und wenn man aufhört, sowas zu mähen, dann verbuscht es, dann verschwindet die Blumenwiesen. Das ist vielleicht auch wichtig zum sagen. Die sind angewiesen auf unsere Pflege. Und gerade in der Blumenwiesen, wenn ich so reinschaue, das sagt einem eigentlich alles. Hier ist eher trocken. Da ist der Thymian drinnen, die Glockenblumen sind drinnen. Ein paar Wiesenflockenblumen habe ich jetzt schon gesehen, dass daherkommen. Margeriten sowieso ist Zittergras, ein seltenes heimisches Gras. Und eben wieder sehr viel dieser heimischen Pflanzen, die so wichtig sind für unsere Insekten, für unsere Bienen und Schmetterlinge. Don't get me wrong. Und natürlich wollen wir das selber im Garten haben, so eine schöne Blumenwiesen. Und da habt ihr drei Möglichkeiten. Es könnt ihr es entweder ansehen, das zeige ich euch, wie das geht, ein paar so Tricks. Dann könnt ihr es ein Fleckerl selber mit der Zeit so hinpflegen, dass selber eine Blumenwiesen dort entsteht. Auch das ist möglich. Und es könnt ihr es auch setzen. Das heißt, es könnt die Pflanzen, die in der Blumenwiese enthalten sind, einfach setzen. Dann geht es vielleicht am schnelleren. Wenn ihr Blumenwiesen ansetzt, dann solltet ihr drei Sachen beachten. Erstens, ganz wichtig war, da wo der Same hingestrahlt wird, da darf keine bestehende Wiesen mehr sein. Das heißt, es müsst die Wiesen wegbringen. Wir ist egal, gibt es viele Möglichkeiten. Das zweite ist, schaut, dass ihr wirklich einen gescheiten, einen qualitativen Samen kriegt, wo unsere heimischen Wiesenblumen auch drinnen sind. Ganz eine wichtige Sache. Und das dritte, das kann ich euch natürlich heute nicht sagen, es müsst euch am Anfang ein bisschen auch um diese Blumenwiese dann kümmern, also doch eine gewisse Pflege investieren. Das war wichtig. Es ist ein bescheidenes Fleckchen, ich weiß. Aber es könnt euch da mit einer Methode fast ein bisschen drüber schwindeln. Man kann zum Beispiel, wenn man eine Plane hat, eine Plastikplane, die legt sich auf der Wiesen, weil auf die Wiesen selber, wenn es eine Satz, das bringt überhaupt nichts. Da geht dieser Blumenwiesensamen nicht aus. Es müsst die Großen am Weg kriegen. Es könnt so eine Plane eine Zeit lang auflegen, die lasst im Sommer zwei, drei Monate liegen, dann schaut es so wie da aus. Und das ist super, weil das brauche ich dann nur wegrechen. Seht ihr, da ist das ganze Hinige groß schon, das Angestorbene. Und dann habe ich eigentlich eine Fläche, die muss ich natürlich noch weiter bearbeiten, dass das schön eine gute Krümelstruktur hat.
und dann kann man da drauf ansehen. Alles andere bringt nichts. Ihr könnt es auch fräsen, natürlich die ganze Fläche einfräsen, sauber anrechnen oder auch mit einem Heil in dem Fall einfach die Fläche nur anziehen, die oberste Schicht anziehen, geht auch gut. Einfach anheilen. Waka! Wenn sie sich anheilen lässt. Wenn ihr die Flächen einigermaßen vernünftig vorbereitet habt, dann schaut euch um einen gescheiten Samen. Ich habe da zum Beispiel zwei verschiedene, einen für ganz trocken, sonnig, der andere ist ein bisschen für frisch. Den seht ihr übrigens in der Salzburg AG Vorteilswelt. Da findet ihr diesen Samen, da könnt ihr den bestellen. Das würde mich natürlich freuen. Also ein guter Samen ist wichtig. Und was aber das noch Wichtigere ist, ihr könnt nicht einfach das Backel nehmen und strahlen, okay, auf so einer kleinen Fläche geht's. Wenn ihr jetzt große Flächen habt, es müsst ihr diesen Samen strecken. Wieso und was man darunter versteht, das zeige ich euch jetzt. So schaut das Saatgut aus. Das hat nämlich überhaupt nichts zu tun mit einem normalen Saatgut, wie ihr es von einem Rasen her kennt oder von einer Wiesen. Das ist viel, viel verschiedenartiger. Da sind ganz viele verschiedene Arten natürlich drinnen. Das sollte ja artenreich sein. Das Problem ist aber, manche von diesen Saatgutkörnern sind sehr groß, andere sind sehr klein. Und du brauchst sehr wenig auf dem Quadratmeter. 4-5 Gramm, das ist fast nichts. Jetzt musst du dieses Saatgut strecken. Und ich nehme da ganz gern her, zum Beispiel da eine feine Sogschorte, ein feines Sägemehl. Es könnt ihr aber auch einen Sand nehmen. Und da mischt ihr den Samen ein. Und nachher sozusagen könnt ihr ihn gemeinsam mit diesem Streckmaterial, mit der Sogschorte, mit dem Sägemehl oder mit dem Sand auf dieser Fläche ausstrahlen. Nur so kommt es ungefähr hin von dem, was pro Quadratmeter braucht, sonst schaffst du es nicht. Es rechnet euch ungefähr aus, wie viel Saatgut das braucht für eure Flächen, die ihr gerne abbauen möchtet. Und dann lasst diese Menge vom Samen ein in diese, jetzt in meinem Fall ist ein feines Sägemehl, und da mischt es. Schaut mal, wenn ich das da so runterlasse, da muss ich eh schon aufpassen, weil manche dieser Samen, die sind so fein wie Mehl. Und die mische ich jetzt da schön rein. Und jetzt habe ich plötzlich die 10- oder 20-fache Menge zur Verfügung. Und dann tue ich mir viel leichter. Dann kann ich ja in zwei kreuzweise einmal drüber gehen. Einmal auf die Seiten und einmal auf die. Man kann sich ein bisschen rastern, dass ich sage, ich teile mir das dann noch einmal unter in ein paar Flächen. Dann seht ihr, und so bringt es das gut zusammen. Und dann kann man das aussehen. Wenn ihr das Saatgut soweit krümelig vorbereitet habt, dürft ihr es vorher anwalzen, mit einer leichten Walzen oder ein bisschen glätten, wenn es kleine Flächen sind, so wie das. Weil das Saatgut zum Teil so fein ist, das fällt uns in diese Ritzen rein und dieses ganze Saatgut zu fast 100%, sagen wir jetzt einmal, sind Lichtkeimer, die dürfen nicht unter die Erde kommen. Und dann sehen wir auch, ihr seht, das geht dann super schön, da brauche ich nicht weiß Gott wie aufpassen, so strahle ich das aus. Weil ich weiß ja, ich habe die und die Menge da drinnen und dann komme ich da auch hin. Und wenn ihr es fertig ausgesät habt, dann tut ihr es noch einmal sanft andrücken, auch wieder mit einer leichten Walzen, weil der Samen gehört natürlich schon ein bisschen in die Erden andruckt, aber er darf nicht unter die Erden kommen, dass er nicht ausschwabt. Und dann keimt er, dann kommt er in Keimstimmung, sagen wir dann. Stimmung, Giving, dann keimt er. Das war's eigentlich. Mehr brauchst du am Anfang nicht da und jetzt musst du Geduld haben. Richtig viel Geduld. Könnt ihr natürlich so ein Blumenwiesen, so komisch das klingt, auch setzen mit Pflanzen. Und zwar mit Pflanzen, die in eine Blumenwiese kehren, in dem Fall jetzt da zum Beispiel eine Kartäusernelke oder eine Skabiose. Die setzt ihr einfach speziell, so wie es bei mir ist. Ich habe eine Böschung relativ steil, das ist mit dem Saatgut immer schwer, weil das schwabt dann natürlich gern an. Und da setzt ihr das dann eine, im Prinzip bunte Mischung wie bei einer Blumenwiesen und es erzielt wirklich auch ein super Ergebnis, geht natürlich auch schneller. Ich pflege es auch wieder gleich. Im Herbst schneide ich das an mit einer Sense oder wie es mir halt einfällt und entferne wieder das Material
Und da wurdelt es richtig. Schmetterlinge, Bienen, Hummeln, das ist wirklich, wirklich eine Freude zum Zuschauen. Eine habe ich mir jetzt rausgepickt aus meiner Böschung, weil sie eine Traum-Schmetterlings-, Hummel-, Bienen-, Insektenpflanze ist. Ihr seht eh, wie es da wurdelt, was da los ist. Das ist die Wiesenwitwenblume, ist eine Knauzie, ganz nah mit Diskabiosen verwandt. Es gibt sogar eine Wildbiene, die braucht unbedingt die Existenz dieser Knauzien oder Skabiosen für den Pollen zum Füttern für ihre Larven. Viele Schmetterlinge legen auch da die Eier drauf und dann fressen die Raupen dran, also Raupenfutter. Also ihr seht wirklich eine Spitzenpflanze, die auch sehr lang blüht. Aber das ist ja nur eine Komponente. Wir müssen die Tiere einerseits was geben, wo sie was zum Fressen haben, wo sie Nahrung haben für ihre Nachkommen. Aber neben der Nahrung brauchen natürlich gerade unsere Wildbienen auch Möglichkeiten, wo sie nisten können, Nisthilfen. Man sagt klassisch Insektenhotel dazu. Komischer Name, aber so kennt ihr es, glaube ich. Jetzt zeige ich euch, wie es ganz einfach solche Insektenhotels, ist eigentlich kein guter Ausdruck, man sagt besser Nisthilfen für Wildbienen, wie man die macht. Das meiste, glaube ich, von den Sachen, was braucht, habt ihr eh selber daheim, es ist ganz einfach. Und vielleicht ein bisschen eine kurze Erklärung, was sind überhaupt solche Wildbienen? Die sind natürlich gehören auch mit der Honigbiene in eine Gruppe, aber witzigerweise ist die Honigbiene die große Ausnahme, die ist nämlich staatenbildend, die macht einen riesen Staat. Und der Imker schaut auf sie, das heißt die hat wen, der sie versorgt. Und diese Wildbienen sind aber alleine, die sind solitär lebend. Und die legen dann irgendwo ihre Nistmöglichkeiten an. Die meisten von denen machen es in der Erde, 3/4 in der Erde. Aber alle anderen, die sind froh, wenn man eher solche Nisthilfen im Garten anbietet. Und das kann man ja machen, weil nichts dabei ist. Also 3/4 von unseren Wildbienen machen sie selber ihre Löcher in die Erden, wenn sie einen Platz kriegen, irgendwo, dass sie das tun dürfen. Und für die anderen können wir solche Nisthilfen bereitstellen. Die erste, die ich euch vorstelle, ist, man bohrt in sogenannte Hartholzblöcke. Es könnt ihr irgendeine angeschnittene, vielleicht habt ihr zwei Orchen liegen oder Buchen oder sowas, da könnt ihr Löcher einbohren. Ist das nichts anderes in Wahrheit? Ich habe da so ein klirptes Holzstickel her, wo man so ein bisschen heraus in Löcher sieht. Das sind Käferbohrgänge. Ich glaube, dass man es da noch besser sieht, dass da die Käfer schon reinmarschiert sind. Und die Biene tut nichts anderes. Die sucht sich solche alten Bäume, wo schon relativ viele Käfer eingebohrt haben, wo halt Löcher sind. Und da krabbelt es rein und da legt es dann ein Ei nach dem anderen rein. Versorgt die Eier jeweils mit Pollen. Deshalb brauchen wir wieder unsere schönen Pflanzen, dass ein Pollen da ist. Dazwischen macht sie eine Zwischenwand, einen Deckel, ganz ordentlich. Und da drinnen entwickeln sie dann die Larven. Und wir können eben sowas imitieren, indem wir einfach so harte Hölzer anbohren und Löcher reinmachen. Erste Methode. Es hat Salzburger, es hat geschickte Leute, es kriegt das hin. Zweite Methode. Auch nicht schwierig. Das ist von einer Brombeer ein angeschnittener Stängel. Denkt man sich, ja, und was ist das, was hat das mit Wildbienen zu tun? Es gibt wiederum Arten, die brauchen markhältige Pflanzenstängel. Und die Brombeere hat einen Mark, der Holunder auch, kann man mal probieren vielleicht, mit einem Holler genauso. Und die musst du aber senkrecht hinhängen, so. Und die verteilst einzeln, immer nur eins. Klingt komisch, funktioniert aber wirklich. Und da fressen die dann ein Loch rein, diese Wildbienen. Und dann legen sie wieder ein Ei mit Zwischenwand Ei. Und jeweils halt zu jedem Ei eine ordentliche fette Portion Pollen dazu. Nummer zwei. Nummer drei, die kennt ihr wahrscheinlich aus diesen klassischen Nützlingshotels. Das sind hohle Pflanzenstängel, sowas habt ihr wahrscheinlich zur Genüge im Garten liegen, wenn ihr es nicht immer im Herbst wegkramt. Wird es euch jetzt aufgehalten fürs nächste Mal. Einfach hohle Pflanzenstängel, Durchmesser auch wieder so 6 bis maximal 10 mm. Und die gehören aber wieder waagrecht, die kann man auch bündeln, wie man es in Schilf zum Beispiel kriegt. Früher die schilfdeckten Häuser, die waren ein Traum für Wildbienen. Und die sollen aber regengeschützt sein, warm und regengeschützt. Bei den Senkrechten, bei den Stauern ist es wurscht, da kannst du draufhängen, die müssen regengeschützt sein. Das waren drei so Methoden. Ich
Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war für euch auch was dabei. Am liebsten weiß man, ihr stürmt sofort aus in euren Garten und schaut, dass ihr Blumenwiesen wo anlegt, dann habe ich die Mission geschafft. Ihr könnt euch das auch noch in Ruhe vielleicht genauer anschauen auf dem YouTube-Channel von der Salzburg AG. Könnt ihr auch abonnieren, da könnt ihr ein wenig konversieren dann, ist vielleicht auch ganz lässig. Und nächstes Mal so als kleinen Vorgeschmack, es gibt ja nicht nur Blumenwiesen, sondern viel dann auch gern setzen. Es gibt die wunderbarsten Pflanzen, die setzen könnt, um wieder unsere geliebten Wildbienen, Insekten, Schmetterlinge anzulocken. Neben mir der herrliche, der wunderbare Fingerhut, eine schöne Pflanzen. Lavendel habe ich dabei, nächstes Mal den Natternkopf. Also ihr seht viele Sachen, damit ihr euch daheim im Garten so richtig wohlfühlt, aber auch die Insekten, die Bienen und die Schmetterlinge.